Weib. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Verbandskasten, Armbrust, Autohacker. Schön. Noch ein, zwei Sachen gefunden hier. Gut, gut. Habe ich hier noch was gesehen? Nee. Nö, da ist nichts. Hier? Gucken wir mal hier lang. Ach, fuck. WTF? Was war denn das? Naja, gut, da lang müssen wir eh nicht. Dann lassen wir die mal dort in Ruhe. Ich geh mal wieder hier rum. Die Armbrust ausprobieren. So, wo mussten wir jetzt hin? Ich will bloß reden. Ja, die macht gut Schaden, wie es aussieht. Oh, crap. Oh, crap. Ich glaube, der mag mich nicht. Oh, fuck. Warum sehe ich denn jetzt nichts? Oh Scheiße, jetzt bin ich wieder gut in der Ecke gelandet. Ja, das macht mich auch nicht damage da. So. So, wir wollten jetzt gucken, was es bringt, die auszubeuten, ne? Ich habe jetzt 159. Würmchen. So, das bringt 160. Bringt das? So. Das heißt, das sind 230. Nee, 300. 160 sind. 260 sind 320, sind 380, sind 480 für 3. Und wenn wir sie retten, gibt es 200 plus 80 für jede. 280, 360, 440. Also ausbeuten bringt etwas mehr. Nicht sehr viel, aber etwas. Aber dafür habe ich ja letztens immerhin so eine Fähigkeit gekriegt. Tja. Ein Geschenk. Es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Ja. Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Huch. Dann benutze ich einen Verbandskasten und nehme jetzt noch einen heraus. So. Und jetzt? Wohin jetzt? Erstaunlich. Coins Collection, Fine Art. Closed. Oh, guck an.
Hier ist ein Gatherer's Garden. Yeah. Brauchen wir ein Gesundheit, Eve Upgrade, weiß nicht so recht. Winter Blast 2. Wird auf noch mehr Zeit gefrorene Gegner zu zerschlagen. Electro Bolt, voll einen elektrischen Blitz, ab der das Ziel kurzzeitig betäubt. Geringerer Verbrauch als Version 1. Verheerend bei Gegnern mit Wasser. Abfackeln 2. Das klingt doch interessant. Stufe 2 der ganzen Sachen. Dann mache ich nur das. Jo, und abfackeln. Hacking Experte 50. Weiß nicht. Ich glaube, ich nehme noch ein Gesundheitsupgrade. Ich habe nicht mehr. Warum habe ich denn. Oder nehme ich doch noch ein Körpertonikum oder so? Ich glaube, ich nehme noch ein Gesundheitsupgrade. Und Plasmid. Benutze eh nicht mehr. Ich glaube, ein Gesundheitsupgrade kann ich mir noch leisten. So. Abfackeln 2. Sieht aber genauso aus. Na gut. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ziel. Es gibt kein Ziel. Muss ich einfach wieder da durch? Ey! Ja, das Abfackeln ist ziemlich cool, finde ich. Das ist eigentlich mit meinem Lieblings... Mein Lieblings... Skill. Weil die brennen halt und brennen und brennen und dann sind sie tot. So. Es gibt noch zwei Little Sisters. Cool. Und da ist es schon. Foto! Hallo! Bouncer Forschungsfortschritt. Plasmidbonus. Erhöhter Schaden. Was habe ich jetzt fotografiert? Eine Little Sister, was? Little Sister? Nee, ich will das anders machen. Wir haben so eine Panzergranate. Die will ich hier reinpacken. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Oh, fuck. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Take that, Bouncer. Fuck. Fucking Alarm, ey. Oh, crap. Oh, die Arme, die tut mir immer so leid. Ich... Wow. Wo kommst denn du her? Das tut mir immer so leid. Ich glaube, ich mach's immer abwechselnd. Ich rette einen und beute eine aus und rette einen und beute eine aus. Sonst fühle ich mich zu schlecht, wenn ich die alle töte, die armen Kinder. Danke. Danke. Bitte. Bitte. Gern geschehen, Kleine. Jetzt geh schnell nach Hause. Ehe dir noch was passiert.
mal Free Cash. Was gibt's denn hier? Schrot will ich kaufen. Oh Gott, ist das teuer. Ne, ich will doch keinen Schrot kaufen. $56 für 6 Kugeln Schrot. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Ist jetzt verbrannt? Dieses Feuer, es brennt! Ja, das ist der Sinn und Zweck von Feuer. Oder war sie tot? Verbrannt. Durch mein mächtiges Feuer. Ascher. Nee, ein Ascher will ich nicht versuchen. Hier sind wir Spielautomaten. Oh, ein Verbandskasten. Da benutze ich den doch gerade mal. Da ist mir nämlich so wie Verbandskasten benutzen. Safe Hacken. 5 Hacker. Oh, der ist sogar schwer. Dann bringt mir auch der automatische Hacker direkt was. Juhu! Für ein bisschen Munition. Können auch übertreiben. So. Hören wir uns mal an, was die jetzt zu erzählen haben. Fontaine Hallo. Wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Kein Unternehmen, sondern eine Armee. Ey. Ja, dann lasse ich das halt dort. Mal gucken, was... Fallenbolzen. Jetzt kann ich doch selber so eine Elektrofallen aufbauen. Was ist denn hier passiert? Kaufsautomat. Hat nichts mit am Start hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hingehen soll. Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Arschgeier! Seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Ich hab gehört, da sperren sie Leute in Käfige. Du glaubst schon wieder den Gerüchten, Mary. Der Sicherheitsdienst von Rapture hält nur die Schlüssel. Ist das einer mit oder einer mit ohne? Das ist einer mit ohne. Man sagt, es hätte Hinrichtungen gegeben. Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Rapture Records. Noch lange nicht Atlas und seine Banditen unterstützen. Hallo! Ein Tonding-Sie. Colin ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Colin rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Dreck. Kehrschaufel Komm. Zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Colin die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Hallo's Schrot. Bam. Bist du Coens Botenjunge? Ich hab was für diesen Junge. Bleib ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer. Was passiert denn da oben? Holy shit. Oh cool. Hallo. Nett euch zu sehen. Treffen, wie auch immer. Wow. Alles nur ein Spiel, Bodenjunge. Cohen, Ryan. Zwei dumme Jungs, die sich gegenseitig ans Bein pissen. Cohen, Ryan. Gramophone. Franzkasten. Napalm. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank für das Napalm. So und jetzt? Ja, so viele Verbandskästen hier, ich komme ja nicht raus. Wo kann ich hier wieder hochklettern?
Nope. Ah, hier. Hier hinten geht's raus. Sagen wir das doch gleich. Mensch. Jetzt haben wir hier noch einen Verbandskasten. Und noch einen Verbandskasten. So viele Verbandskästen. Damit kann ich doch gar nichts anfangen mit so vielen Verbandskästen. Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgebracht! Hab ich das? Was? Komm gefälligst wieder her! Bam, nimm das, Kollege, und schmeiß nochmal auf mich. Hau doch ab! Hä? Warum funktioniert das nur manchmal? Oder habe ich zu spät gedrückt da? Und mir der Liebste. So gefällt er mir besser. Mach jetzt das verdammte Foto, zack, zack! Du flatterst du das durch das Vor und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es. Natürlich bin ich ein Engel. Ich bin so ein Engel. Total englisch. ETF. Eigentlich wollte ich hier noch den Verbandskasten aufheben. Den benutzen. Und hier noch einen Verbandskasten aufheben. Damit ich mir den nämlich nicht kaufen muss. Sondern die habe. Oh, wow! Du Arschloch. Auf weg zu rennen. Scheiße, hat er mich jetzt erschreckt. Meine Fresse. Nimm das da! Wo war da jetzt einer? Bleib da! Da oben. Nein! Arschloch. Vielen Dank für dein Herz. Aha. Bolzen lagen hier. Ach, das ist aber nett. Bolzen mit Stahlspitzen. Ach, du bist immer wieder hier. Na, alles klar. Hallo? Hing die da vorne schon? Oder ist die neu dort? Ist die neu dort? Lalalala. So, den nächsten hängen wir dort damit auf. Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Ihr beschissenen Zweifler! Ihr könnt mich alle mal! Damit ihr's wisst, ihr alle! Der rastet ja komplett aus, der Typ. Entschuldige bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Was war jetzt meine nächste Aufgabe?
Cohen will, dass du Hector Rodriguez findest und wegen seines Meisterwerk tötest. Rodriguez war Stammkunde in Eve's Garden im Poseidon Plaza, war ebenso ein legendärer Liebhaber von guten und weniger guten Drinks. So, Sprints. So, Records. Fleet Hall. Tauchkugelstation. Ja, Eve's. Hier oder da? Sinclair Spirits, denke ich mal, da wird er sein. Also muss ich jetzt wieder zurück durch den Eistunnel erstmal. Und dann dort weiter. Schätze ich. Poseidon Plaza. Jetzt habe ich bestimmt den ganzen Tag einen Ohrwurm vor dem Lied. Vielen Dank, mein Freund. Extra so gemacht. Boss. Deswegen. Und tot. So easy müsste das immer gehen. Spirits. So, jetzt denken wir, da müssen wir hin. Zu den Spirituosen. Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist so ein Ausschaltgerät. Ich hab den gar nicht gehört, den scheiß Wachding sieht dort. Weil hier wirklich überall auch das Licht rumflackert, hin und her und. Tobacoria. Eve's Garden. Ah, das ist ein Bordell. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Es ist noch alles drin, ich kann's noch schaffen. Na los! Ein Star der Stange. Ja, das könntest du noch schaffen. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Was machen Sie da? Nein, bitte! Ich hab sie doch geliebt! Nein! Ich hab sie doch geliebt. What? Ah.